Das Museum bei der Kaiserpfalz in Ingelheim ist ein relativ kleines Museum. Auf ca. 300 Quadratmeter präsentieren wir dafür eine umso umfangreichere Geschichte. Denn die moderne Stadt Ingelheim war von der Altsteinzeit bis heute kontinuierlich besiedelt worden. Uns ist es ein Anliegen, die reiche Geschichte sowohl unseren Besuchern vor Ort als auch Gästen von außerhalb sowohl anschaulich als auch spannend zu präsentieren. Das ist natürlich bei unserer kleinen Ausstellungsfläche eine große Herausforderung. Darüber hinaus fragen wir uns auch immer wieder, wie wir unseren Gästen auch diejenigen Epochen vermitteln können, die kaum oder keine Spuren hinterlassen haben. In den vergangenen Jahren haben wir im Bereich Bildung und Kommunikation die verschiedensten Vermittlungsmethoden ausgetestet. Und unsere Erfahrung ist, dass vor allem spannende Storytelling-Formate eigentlich für alle BesucherInnengruppen sehr gut funktionieren. Wir können dann vor allem auf die authentischen Objekte hier im Museum zurückgreifen, aber natürlich auch auf historische Orte im Stadtbild. Wie Sie sehen, hier im Museum bei der Kaiserpfalz mangelt es uns nicht an authentischen Objekten, aber die Frage ist natürlich, wie wir diese, wie wir deren Geschichten mit den Orten im Stadtbild, mit den Orten in Ingelheim verknüpfen können. Genau an dem Punkt möchten wir mit dem Teilprojekt AR-Panoramen mit dem Smartphone in die Römerzeit ansetzen. Wir möchten Menschen einladen und auffordern, in vergangene Lebenswelten hineinzutauchen. Start machen wir mit unseren Römerfiguren. Mittels einer Augmented Reality werden wir die Figuren an ihrem originalen Fundort fernab des Museums zum Leben erwecken. So können wir ihre Geschichte ohne viele Worte, dafür aber mit umso eindrucksvolleren digitalen Visualisierungen erzählen. Und das, obwohl sich dort vor Ort keinerlei sichtbaren Überreste mehr erhalten haben. Ziel ist es, mit dem Storytelling ganz explizit aus dem Museum herauszutreten und vor Ort die Geschichten des Ortes von vor 2000 Jahren zu erzählen. Mit diesem niederschwelligen Angebot möchten wir Menschen auffordern und einladen, in historische Lebenswelten einzutauchen, auch wenn sie sonst vielleicht den Weg ins Museum nicht gefunden hätten.